Hallo liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich über die Vorteile sprechen, die eine eigene private Homepage im Internet mit sich bringt. Ich bin jetzt mit meiner Homepage seit 2015 online. Ich beschäftige mich mit der Ahnenforschung und schreibe nebenbei als Hobbyautor auch autobiografische Texte und schreibe über Sachthemen, die mein Dasein tangieren. Da dieses Nischenthemen sind, die keine breite Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren, habe ich eine private Homepage ins Internet gestellt. Wichtig ist dabei, dass man diese Homepage mit der Google-Suchmaschinenoptimierung bearbeitet, damit man über geeignete Keywords im Internet bei der Google-Suche gefunden werden kann. Das bedeutet, wenn jemand weltweit nach einem bestimmten Thema sucht, bekommt er in der Google-Suchergebnisliste Vorschläge angezeigt von Webseiten mit dem dazugehörigen Links. Auf diese Art und Weise ist es möglich, dass man auch Besucher auf seiner Homepage erhält, weltweit, die dieses Spezialthema außerdem bearbeiten. Ich habe auf die Art und Weise Kontakte gehabt, zum Beispiel aus den USA. Es ist also sinnvoll, eine Homepage zu haben, wenn man auf eine Methode aus ist, mit Gleichgesinnten und Interessierten für dieses spezielle Thema Kontakte herzustellen. Außerdem hat man den Vorteil bei einer eigenen Homepage, dass man gleichzeitig eine Datensicherung seiner Daten vornimmt, weil die dann ja öffentlich im Internet gespeichert sind, weil das Internet vergisst ja nichts. Also ich habe bei meiner Homepage zum Beispiel sehr viele historische Fotos von der Verwandtschaft hochgeladen und Urkunden und historische Dokumente und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man die Datenschutzbestimmungen einhält und keine Persönlichkeitsrechte von lebenden Personen verletzt. Also der Vorteil meiner Homepage ist auf jeden Fall gegeben durch meine Erfolge, die ich erzielt habe, weil ich damit Kontakte hergestellt habe zu Personen, die ich im realen, analogen Leben nie hätte haben können. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wie man so eine Homepage aufbauen kann, dann besuchen Sie doch bitte meine Homepage www.ahnenkruse.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.